Dun, 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 dun. Haha. Klassenkampfsport. So, herzlich willkommen bei einer neuen Folge 99 zu 1. Nochmal ein Klassenkampfsport, heute zu einem Thema, was wir bereits im Januar diesen Jahres schon hatten, auch mit beiden Gästinnen, nämlich Anna und Gabi, zum sogenannten Rondenbarg-Prozess am Landgericht in Hamburg am wunderschönen Sievekingplatz. Gabi ist in dem Fall hier Betroffene bzw. Angeklagte. Ich habe mich auch wirklich echt geärgert, weil beim letzten Mal im Januar sollte ich ja eigentlich die Folge übernehmen, aber bin dann kurzfristig krank geworden, deswegen ist der Daniel damals da eingesprungen. Und ja, schaut euch die Folge auf jeden Fall gerne nochmal an. Da war Gabi auch schon zu Gast, war die Angeklagte, wird dazu berichten. Und Anna ist in dem Fall die Prozess- oder eine der Prozessbeobachterinnen und im Team der Soli-Arbeit rund um den benannten Prozess dabei. Schön, dass ihr wieder da seid und wir treffen uns heute hier zu mehr oder minder einem Update in der Sache. Wir haben ja jetzt mittlerweile auch schon fast Mai. Da werden ja schon einige Prozesstage ins Land bzw. durch die Alster da geflossen sein. Aber vielleicht, bevor wir da nochmal tiefer einsteigen, sag doch noch mal ein Stück weit, ging ja um G20, Repression, worum geht es denn jetzt konkret in diesem benannten Prozess? Genau, hi, danke, dass wir noch mal da sein dürfen. Du hast ja schon ein bisschen eingeleitet, seit Januar läuft am Landgericht Hamburg der sogenannte Rondenbarg-Prozess. Und es war halt eben so, dass bei den Protesten gegen den G20-Gipfel 2017 die Zufahrtswege der Staatschefs blockiert werden sollten. Dafür wurde die Fünf-Finger-Taktik angewendet und es gab dann also verschiedenfarbige Demonstrationszüge, die in die Innenstadt ziehen sollten. Und einer dieser Demonstrationszüge lief halt eben an der Straße am Rondenberg und wurde kurz nachdem sie losgelaufen sind, von der Polizei angegriffen und übelst verprügelt und dann wurden 70 Personen festgenommen. Und zwei von diesen Personen stehen nun vor Gericht. Und eine davon sitzt neben mir. Genau. Das Urteil wird nicht nur Auswirkungen auf die anderen über 80 Angeklagten haben, sondern eben auch auf zukünftige Proteste und Prozesse. Weil den Angeklagten wird keine individuelle Straftat vorgeworfen. Sie sollen an einer Demonstration teilgenommen haben, bei der es zu strafbaren Handlungen gekommen sein soll. Das heißt, das Urteil wäre eine Verschärfung der Rechtsprechung, weil bisher kann man bei Versammlungen nicht dafür verantwortlich gemacht werden, wenn man nicht selbst etwas tut. Das würde sich dann ändern. Und unsere Sorge ist, dass in Zukunft jede Demonstrantin, sobald sie auf einer Demo irgendein Handgemenge passiert oder so, eben dafür belangt werden kann und sich dann viele in Zukunft von der Teilnahme an Kundgebungen, Demos oder Streiks abgeschreckt sehen. Und deswegen ist der Prozess so wichtig, weil es geht uns um die Versammlung der es geht uns um die Verteidigung der Versammlungsfreiheit. Mhm. Derzeit sind jetzt ungefähr die Hälfte der Prozesstage geschafft. Ursprünglich waren mal 25 angesetzt. Jetzt werden es womöglich ein paar weniger, sodass wir vermutlich im Juni, Juli den Ausgang des Prozesses wissen werden. Okay. Ja, das ist doch schon mal ziemlich gut zusammengefasst, was jetzt auch in der letzten Folge ja damals zum Teil vielleicht noch nicht so ganz bekannt war, auch was die Prozesstage betraf oder so. Aber dann sind wir zumindest jetzt alle hier auf dem neuesten Stand. Okay, vielleicht könnt ihr ja noch mal ein bisschen genauer das, was du jetzt schon so angeteasert hast, das noch mal ein bisschen genauer einordnen, wieder die genaueren Zusammenhänge auch vielleicht in Bezug auf die Versammlungsfreiheit dann sind. Genau, also wie Anna schon meinte, die Anklagen, das Verfahren ist halt politisch motiviert. Und dazu lohnt sich so ein kleiner Blick zurück. Und zwar war bis 1970 konnte jeder, der an einer Demo teilnahm, bei der es zu strafbaren Handlungen kam und der sich dann auch nach dreimaliger Aufforderung, was übrigens am Rondenberg gar nicht der Fall war, nicht zurückzog, konnte dafür verurteilt werden. Dieser
In der Regel im Sinne von Paragraph 125 Landfriedensbruch. Dieser Paragraph geht zurück auf die Kaiserzeit und wurde seit jeher gegen Linke, gegen die Arbeiterinnenbewegung verwendet. Und diese Rechtsprechung wurde dann 1970 dahingehend geändert, dass die einzelnen Personen selbst aktiv Gewalt ausgeübt haben müssen, um schuldig zu sein. Und das wurde im Wesentlichen durch Proteste, also durch den Druck von der Straße erreicht. Und diese Rechtsprechung wurde auch nochmal bestätigt später, und zwar in den 80er Jahren, mit dem sogenannten Bruckdorf-Urteil anlässlich einer Demonstration gegen ein Kernkraftwerk. Da hatte das Bundesverfassungsgericht festgehalten, dass die Versammlungsfreiheit halt so grundlegend ist, dass sie auch dann gewährt bleiben muss, wenn mit Ausschreitungen durch Einzelne oder durch eine Minderheit zu rechnen ist. Die CDU hat allerdings seit dieser Reform versucht, das immer wieder zurückzudrehen, eigentlich in jeder Legislaturperiode, oder auch andere konservative Seiten. Gewisse Verschärfungen sind auch im Laufe der Zeit durchgegangen. Unter anderem wurde der Begriff Waffe ausgedehnt, Vermummung wurde als Straftat hochgestuft, und auch das Elbchaussee-Urteil 2021, was ja auch G20-Zusammenhang hatte, ist auch ein Stück weit eine Verschärfung gewesen, wobei sich da Juristinnen auch ein bisschen uneinig sind, inwiefern das was anderes war, inwiefern es eine Verschärfung ist. Genau, das würde so ein bisschen zu weit führen, aber auf jeden Fall soll jetzt halt die alte Fassung über die Judikative, also so über die Hintertür, Einzug erhalten. Okay, was wird denn jetzt genau jetzt am Landgericht in Hamburg selbst jetzt in dem Prozess, in dem du ja auch betroffen bist, verhandelt? Also die Staatsanwaltschaft wirft uns ja gemeinschaftlichen schweren Landfriedensbruch vor, geht in dem Prozess aber nie, mit keiner Silbe geht es um uns, und das ist eben, wie gerade beschrieben, neu. 2017 hat auch der Bundesgerichtshof im sogenannten Hooligan-Urteil nochmal darauf hingewiesen, dass bei politischen Versammlungen keine Kollektivschuld angewendet werden darf, weil sonst halt das Grundrecht auf Versammlung verletzt wird. Dass aber bei unpolitischen Versammlungen das insofern möglich ist, als ein eigener Tatbeitrag durch psychische Beihilfe geleistet wird. Genau, und diese Argumentation, also die kennt die Staatsanwaltschaft natürlich, ist sich dessen bewusst und sagt nun, okay, also ihr wurdet da festgenommen bei einer Versammlung, die zunächst friedlich demonstrierte mit Transbis, Sprechchören und so weiter. Das wird also anerkannt. Sagt dann aber, dass im Laufe der Demonstration zu Sachschäden gekommen sein soll. Da sprechen wir konkret drüber, und das ist derzeit, also in den letzten Verhandlungstagen, immer Thema gewesen. Sprechen wir über Graffitis, über einen kaputten Bushaltestellen-Fahrplanhalter. Ein sehr schönes Wort, wobei dann nicht mehr klar ist, wann der kaputt gegangen ist. Wir reden über einen Bauzaun und eine Mülltonne, die auf die Straße gezogen wurden und wieder heruntergenommen wurden, über vereinzelte Pyrotechnik und angeblich wohl auch über Steine, die auf eine Polizeieinheit geworfen wurden, sein sollen, was bisher aber lediglich ein Polizeizeuge behauptet. Die Zivilzeugen, die verhört wurden, haben die These eigentlich widerlegt, und auch sonst gibt es dafür gar keine Beweise. Genau, und das ist eigentlich alles, worüber wir seit 12 Verhandlungstagen sprechen. Genügt dem Gericht aber, um zu sagen, dass die Versammlung im Laufe der Zeit insgesamt unfriedlich wurde, also kippte, und der politische Charakter damit in den Hintergrund drückte. Und dadurch soll dann eben die Demo nicht mehr vom Versammlungsrecht geschützt sein, weshalb eben alle verantwortlich sind für das, was da passiert ist. Genau, zur Unterfütterung führt sie dann an, weil halt die bloße Anwesenheit auch beim Hooligan-Urteil ja nicht ausreicht, sondern schon irgendeinen Tatbeitrag gegeben haben muss, sagt sie ja, aufgrund ähnlicher Kleidung, weil es wohl vorwiegend dunkel gewesen sein soll, wobei nachweislich auch bunt dabei war, sogenannten Störern, wie sie es nennen, Unterschlupf geboten wurde. Außerdem haben manche Passantinnen Unbehagen geäußert oder so ein Unwohlsein. Es wird also sehr viel über subjektive Wahrnehmung gesprochen, die zudem ja von der politischen medialen Hetze rund um G20 ja auch geprägt sind, und genauso ihre Erinnerungen, die widersprechen sich auch maßgeblich mit dem, was sie damals protokolliert haben. Ist auch ganz interessant, wie Erinnerung funktioniert. Beachtenswert ist auch, dass es also sehr viel um Mutmaßungen geht und die in keinster Weise belegt werden. Also so unterstellt wird den Demonstrantinnen zum Beispiel ein gemeinsamer Tatplan unterstellt. Und die Staatsanwaltschaft spekuliert sogar damit, dass der Demozug Polizeikräfte binden wollte, damit andere woanders sozusagen freie Bahn haben. Alles aber ohne irgendwelche Anhaltspunkte.
beim letzten Prozesstag, also das war der 12., da war der Protestforscher Sebastian Hauns da, das ist ein Professor an der Uni Bremen, und der hat im Grunde dieser These widersprochen und führte dazu aus, dass es sich um die Fünf-Finger-Taktik handelte, die eine Demonstrationsmethode sei für Blockadeaktionen, die das Umfließen von Polizeiketten als wesentlichen Bestandteil hat. Die ist bekannt oder wurde viel angewendet, unter anderem bei Castortransporten oder auch bei den großen Nazi-Aufmärschen in Dresden, der ja dann 2013 damit dann endgültig erfolgreich verhindert wurde. Und beim G20 gab es eben für diese Blockadeaktion auch so eine Taktik mit einem öffentlichen Aktionskonsens, den jeder einsehen konnte, den sich alle anschließen konnten, wo er dann nochmal darauf hinweist, dass ein wesentlicher Baustein davon ist, dass Konfrontation vermieden werden soll. Genau, also es ist im Grunde alles eine sehr, sehr wackelige Argumentation, teilweise fast lächerlich, worüber man so am Landgericht spricht, aber es ist halt leider total ernst, da sie halt ja übertragbar ist auf viele andere Proteste und dann auch Tür und Tor öffnet, Demonstrantinnen allgemein zu kriminalisieren und damit ja auch unsere Anliegen entpolitisiert werden. Okay. Seht ihr denn bereits jetzt Anzeichen dafür, dass die von euch hier vorgetragene Argumentation für die Kriminalisierung anderer, weiterer Demonstrationen tatsächlich genutzt werden wird? Ja, also es gibt vermehrt Anzeigen und Ermittlungen nach dem Landfriedensbruch-Paragraphen, wo ebenfalls ohne individuellen Tatvorwurf und im Kontext von Demonstrationen ermittelt wird. Das sicherlich beste Beispiel dafür ist, dass im Juni letzten Jahres ja am Tag X im Antifa-Ostverfahren mindestens 1300 Menschen gekesselt wurden. Und gegen die meisten von denen wird jetzt auch wegen schwerem Landfriedensbruch ermittelt, ohne individuelle Tatvorwürfe. Ähnliche Fälle sind aus den Protesten zum Erhalt des Dorfes Lützerath auch bekannt. In allen diesen Verfahren gibt es aber eben erst nur die Ermittlungsverfahren und bis jetzt keine Anklagen. Und deswegen wäre dieses Urteil im Rondenberg-Prozess ein Präzedenzurteil. Und das Schlimmste an diesen Verurteilungen ist ja nicht die Verurteilung selbst, auch gerade weil in dem Rondenberg-Prozess eben nicht davon auszugehen ist, dass wir mit hohen Strafen rechnen, sondern eben die Möglichkeiten, die die Behörden dadurch erhalten, zum Beispiel in linken Gruppen, an linken Orten zu schnüffeln, Wohnungen zu durchsuchen. Es gab ja auch im Kontext vom Rondenberg-Prozess bundesweit Hausdurchsuchungen. Und hinzu kommt die Zermürbung und Gefahr der Vereinzelung in diesen Gerichtsprozessen. Mhm. Und gerade auch angesichts von einer autoritären Wende von Rechtsruck halten wir es für brandgefährlich, weil es eben die Tür und Tor öffnet, um Demonstrierende strafrechtlich zu verfolgen. Die Richterin scheint aus unserer Sicht nach dem derzeitigen Stand dennoch verurteilen zu wollen und scheut sich dabei auch nicht, hanebüchende Vergleiche zum Beispiel mit dem Urteil gegen Nazis, die durch Leipzig-Konnewitz gezogen sind und da massiv randaliert haben, Menschen bedroht haben und verletzt haben, also diese Vergleich zu ziehen, wobei nach den Ausführungen von Gabi gerade eben klar sein dürfte, dass eben der Rondenberg überhaupt gar nichts, also nichts dergleichen stattgefunden haben soll. Also es behauptet nicht mal die Staatsanwaltschaft. Okay, wie erklärt ihr euch denn solche Verschärfungen? Insgesamt sehen wir seit 2017 eine verstärkte Repressionswelle über uns rollen. Im Vorfeld zum G20-Gipfel wurde der Paragraph 129 verschärft und die sogenannten Bullenschubs-Paragraphen 113, 114 geschärft bzw. geschaffen. Seitdem gibt es zahlreiche Verfahren, unter anderem das Verbotsverfahren der letzten Generation auf dieser Basis. Dann kamen die Polizeigesetze und die Versammlungsgesetze, die die Befugnisse der Sicherheitsbehörden zum Beispiel hinsichtlich Waffen und Präventivgewahrsam ausbauen und die Versammlungsfreiheit einschränken. So richtet sich das sogenannte Uniformierungsverbot in NRW explizit gegen Klimaaktivistinnen und auch der Präventivgewahrsam, ursprünglich vermeintlich gegen Terrorismus oder Islamisten, wird in NRW hauptsächlich gegen Klimaaktivistis angewendet. Wir haben es also mit einem Grundrechteabbau zu tun, der sich vor allem gegen Klima-, Antifa- und Antira-Bewegungen zuspitzt und auch Kämpfe der kurdischen Befreiungsbewegung und Palästina-Solidarität in Deutschland sind davon betroffen.
Bis jetzt hat die gesellschaftliche Linke zu wenig Antworten auf diese Angriffe gefunden und wir denken, es wird Zeit, sich zusammenzuschließen. Der Kipppunkt, der zur Liberalisierung des Versammlungsrechts 1970 führte, war die 68er-Bewegung. Und das zeigt, es braucht den Druck von der Straße. Durch Bitten und Betteln wird sich die Justiz nicht in unserem Sinne entscheiden. Und das sehen wir auch im Rondenberg-Prozess. Okay. Ihr wart ursprünglich mal 7 Angeklagte von insgesamt 86, die im Januar vor das Landgericht sollten. Jetzt seid ihr nur noch zu zweit. Wieso? Also eine Person wurde bereits im Vorfeld abgetrennt, weil sie aus privaten Gründen nicht verhandlungsfähig ist. Und eine weitere war nicht mehr auffindbar. Am ersten Prozesstag hat dann die Staatsanwaltschaft ein Dealangebot gemacht, welches nach 3 Wochen Überlegungszeit dann von 2 Angeklagten angenommen wurde. Im Grunde wurden sie aber erpresst. Wir haben es mit 25 Prozesstagen und halt enorm weiten Anreisen zu tun. Das ist eine krasse Zumutung, insbesondere da ja von vornherein die Richterin auch klar gemacht hat, dass es gar keine Strafen geben würde, also beziehungsweise super geringe. Und bei der kurdischen Genossin hätte eine Verurteilung im Zweifelsfall eben auch eine Abschiebung in die Türkei bedeutet, sodass der Deal im Prinzip eine Frage von Leben und Tod war. Der Deal, der angeboten wurde, beinhaltet eine Einstellung gegen Geldauflage, also eine Spende an eine gemeinnützige Organisation und die Distanzierung von Gewalt, wobei zunächst allgemein von Demos und später dann allgemein gegen Gewalt, was den Betroffenen dann Möglichkeit gegeben hat, bei denen sie sich nicht zu stark verbiegen mussten. Und eine weitere Angeklagte war am dritten Prozesstag krank und wurde daraufhin ebenfalls sofort von der Richterin abgetrennt. Und damit hatte die Richterin dann auch das Ziel erreicht, was sie am Anfang auch gesagt hat, was sie wollte, nämlich den Prozess zu verschlanken. Und dann waren es eben nur noch 2 Angeklagte. Und so hat sie nun weniger Verteidigerinnen vor sich und auch die Hoffnung auf weniger Aufmerksamkeit, obwohl die Sachlage natürlich dieselbe bleibt. So, okay. Ihr habt euch jetzt offensichtlich auch, oder insbesondere du jetzt, Gabi, gegen dieses Angebot entschieden. Warum? Also zunächst ist die Geldstrafe an eine gemeinnützige Organisation, findet man irgendwie eine Unverschämtheit, eine Dreistigkeit. Ne? Also uns wird halt persönlich keine Straftat vorgeworfen, aber wir sollen trotzdem Geld zahlen. Und zwar mit dem bisschen, was wir verdienen, sollen wir hier irgendwie ja, die Fehler dieses Wirtschaftssystems ein Stück weit ausgleichen. Also es ist in gewisser Weise auch ein Hohn. Und genauso absurd finden wir es halt, dass wir uns von Gewalt distanzieren sollen, wo doch 14 Demonstrantinnen von Polizistinnen so schwer verletzt wurden, dass sie ins Krankenhaus gekommen sind und sonst halt niemand irgendwie zu Schaden kam. Und andererseits ist das aber halt auch nicht der alleinige Punkt, weil die Gewalt ist natürlich empörend, ist aber halt auch kein Einzelfall, sondern immanenter Teil. Kapitalismus funktioniert halt nur mit Gewalt. Deswegen sind wir ja auch auf der Straße für eine solidarische und friedliche Gesellschaft. Ne? Und genauso sind wir halt auch nach Hamburg gereist, um am Ende ja nicht gemeinsame Sache mit der herrschenden Klasse zu machen. Ne? Und dabei geht es halt, also geht es nicht um irgendein Heldentum oder sowas, das sehe ich als Diffamierung einer linken Grundhaltung an. Es geht eher vielmehr um die Bewegung und auch darum, nicht mitzumachen bei dem Mist, also anders zu handeln. Wenn wir halt betrachten, was das Kapital jeden einzelnen Tag anrichtet, dann haben wir 1000 Gründe, unversöhnlich zu bleiben. Und dieser Staat will uns halt dann hingegen mit sowas halt spalten, in gute und in böse Demonstranten, will unsere Kritik so abschwächen, dass sie ins System integrierbar ist. Und der Prozess hat natürlich, und das ist ein wichtiger Punkt, halt, wie gesagt, ja juristisch und politisch weitreichende Bedeutung. Eine Einstellung nach 153a heißt halt nur, dass die Schuld nicht so schwer ist, dass ausgehandelt werden muss. Also es ist kein Schuldspruch, es ist aber halt auch kein Freispruch und die Auflagen werden als Wiedergutmachung definiert. Und da sagen wir halt, dass es dafür juristisch gar keine Grundlage gibt, das mitzumachen. Wir wollen halt, ja, also wir sollen halt nach ihrer Pfeife tanzen und sie damit ja auch legitimieren. Wir wollen die Verhältnisse aber ändern und nicht reproduzieren.
Dazu gehört halt auch, die Widersprüche nicht zu verwischen. Und genau dadurch findet ja auch eine Entwicklung statt. Also nicht durch Einhegung, sondern durch einen Antagonismus. Genau. Und eine Einstellung in dem Fall ist halt außerdem auch eine Vertagung der grundsätzlichen Frage des Versammlungsrechts. Und wir denken halt, dass wir vergleichsweise gute Ausgangsbedingungen haben. Natürlich stellt sich dann die Frage immer, wie man es schafft, dass Repression nicht unsere ganze Zeit und Energie frisst. Also ob es tatsächlich besser ist für die Bewegung, das Verfahren auszufechten. Denke ich, ja, Prozesse zu führen ist natürlich irre anstrengend, aber in den Verhältnissen hier zu leben, finde ich noch viel anstrengender, ehrlich gesagt. Und die andere Frage, die sich stellt, ist ja dann, wie man vielleicht Repression auch nutzen kann, dass sie nicht nur zerstörend wirkt, sondern wie können wir sozusagen den Spieß umdrehen. Und da denke ich, müssen wir halt auch aufpassen, nicht zu kurzfristig zu denken, also eine Entscheidung, die auf den ersten Blick vielleicht besser erscheint, ist das nicht unbedingt auch langfristig. Wir müssen also auch die folgenden Schritte beachten und die weitere Entwicklung ins Auge fassen. Also was ist halt dann mit kommenden Verfahren und zukünftigen Protesten? Was hat solche Zugeständnisse für eine Auswirkung auf die Bewegung? Dann kann man noch fragen, oder haben wir uns natürlich gefragt, warum haben Sie uns diesen Deal eigentlich angeboten? Ne? Schon am ersten Tag, nachdem Sie irgendwie 25 Verhandlungstermine ansetzen, das Ganze extrem hoch aufbauschen, was soll das? Also da kommt man sich auch so ein bisschen veräppelt vor. Das heißt, was ist denn das Interesse der Staatsanwaltschaft daran gewesen? Und warum macht die Richterin das mit? Was führen Sie ja im Schilde? Und ein anderer Punkt ist, Fabio, der hatte ja den ersten Rondenberg-Prozess damals gleich 2017 und saß deswegen fast 5 Monate in Haft. Der hat da auch etliche Deal-Angebote bekommen, hat alle konsequent abgelehnt, damit niemand mehr deswegen vor Gericht muss. So schlussendlich platzte sein Prozess, aber wenn wir das jetzt alle angenommen hätten, denke ich, dann hätten wir auch irgendwie seinen Kampf, den er da monatelang unter widrigen Bedingungen geführt hat, kaputt gemacht. Genau, eine weitere wesentliche Frage ist halt natürlich, was ist mit den anderen 80 Angeklagten, die bei der Demonstration festgenommen wurden? Für manche ist vielleicht die Messlatte, die wir dann mit der Einstellung halt setzen, nicht so vorteilhaft, weil sie vielleicht ganz andere Ausgangsbedingungen haben. Ja, das sind so 1000 Sachen, die man da überlegen kann. Ja, okay, gut. Was man ja dem entnehmen kann, ist der Punkt, dass es euch darum geht, den Prozess politisch zu führen. Kann man das noch ein bisschen konkretisieren, was das genau heißt und warum sollte man durchaus ja so mit dem Standpunkt vielleicht in so ein Verfahren reingehen? Könnt ihr das noch mal ein bisschen präziser machen, bitte? Genau, also vielleicht erstmal grob, Anna führt noch mal präziser dann aus, aber weil das Grundsätzliche spielt ja schon eine Rolle und können wir natürlich wissen, wir alle, wir leben in einer Klassengesellschaft, haben es also mit einer Klassenjustiz zu tun, eine Justiz, die Verhältnisse aufrechterhalten will, die so aufgebaut ist, die uns so behandelt und so urteilt sie auch. Das zeigt sich auch immer wieder im Rondenberg-Prozess, was Behandlungen zum Beispiel angeht. Also von den Zuschauerinnen, die Einlasskontrollen, dass sie anfangen, ohne dass alle da sind, was eigentlich nicht sein darf, weil die Öffentlichkeit nicht hergestellt wird und so weiter. Genau, also wir sind halt einfach nicht frei und gleich unter den Bedingungen. Welchen Standpunkt vertreten jene, die über uns richten? Woher kommen sie? Welches Bewusstsein haben sie? Welche Interessen leiten sie? Das sind halt ganz andere und die Justiz ist halt keine neutrale Instanz. Wer sitzt in den Knästen? Ne? Das sind zum größten Teil Armutsdelikte, ganz besonders ja auch hier in Deutschland, möchte manche ja gerne immer nicht glauben. Und die reichen Leute kaufen sich halt frei. Und um Menschen halt weiter unten zu halten, braucht es halt Repression, auch halt dann gegen jene, die irgendwie für was anderes kämpfen. Und deswegen sind wir halt zwangsläufig damit konfrontiert. Also das ist einfach Teil davon. Das müssen wir leider so hinnehmen. Trifft dann halt Einzelne, gemeint sind wir alle, wie man immer so schön sagt. Und denke, da ist es wichtig, dass man das halt dann auch kollektiv dem Ganzen standhält und nicht einzelne Aushandlungen macht. Genau, das ist natürlich irgendwie das, also der Vereinzelung entgegenzutreten, das Ganze zusammenzudenken, die Repression, auch die verschiedenen Repressionsschläge zusammenzunehmen, ist natürlich irgendwie einfacher gesagt als getan. Aber so grundsätzlich sollte man halt gucken, dem Ziel der Repression entgegenzuwirken, die eigene Kriminalisierung einzuordnen und uns dann auch nicht als politisches Subjekt brechen zu lassen. Ne? Also uns nicht teilen und dadurch beherrschen lassen, diese uralte Methode, Weisheit, sondern halt die politischen Anliegen auch zu verteidigen. Und das Ganze, wenn es geht, halt, kann man das ja auch nutzen, um zu lernen, zu erfahren,
also ein Stück weit eben umdrehen, in Austausch kommen, stellt sich dann auch die Frage, ist immer das Strafmaß halt tatsächlich Dreh- und Angelpunkt des Ganzen, geht es vielleicht um noch was anderes oder um mehr? Und da halt dann auch einfach zu gucken, sich da nicht so einschüchtern zu lassen. Ne? Bei uns haben sie es aufgebauscht, aber man meinte schon, es ist sehr viel fallen gelassen worden. Also sich da nicht so über den Tisch ziehen zu lassen, Ängste, die man hat, zu gucken, haben die eine rationale Grundlage? Wenn ja, wie kann man die vielleicht die Belastung zusammen auffangen? Und dann halt ja grundsätzlich nicht zu vergessen, auf welche Seite man steht, wer zu einem hält und wer eben nicht. Und wenn es einem umhaut, und das kann immer passieren, das kann auch später noch passieren, ne, das weiß man nicht, dann halt zu gucken, dass man Unterstützung hat, die wir ja glücklicherweise sehr viel haben. Das heißt, man kann halt Gerichtsprozesse auch nutzen, zum Beispiel, um politische Inhalte zu vermitteln, aufzuzeigen, warum und wofür wir kämpfen, die katastrophale Funktionsweise dieser Gesellschaft deutlich zu machen und naja, auch im Grunde die Klassenjustiz, also diesen Schein der bürgerlichen Gerechtigkeit zu demaskieren. Das heißt, die Justiz wird erstmal so grundsätzlich als ein Teil, als Terrain, an dem wir für unsere Perspektive streiten, verstanden. Statt es dann also passiv über uns ergehen zu lassen, kann man halt diese Fremdbestimmung zuzulassen, kann man es halt einfach selber in die Hand nehmen. Das gibt auch Stärke, da ist man nicht mehr ganz so ohnmächtig und dazu zählt dann halt, also selber in die Hand nehmen heißt nicht allein, sondern eben zusammen. Also insofern dann also ganz, ganz großen Dank nochmal an alle, die uns da so solidarisch unterstützen. Alleine machen sie Einheit ein. Also an jene, die, da sind ja ganz viele beteiligt, die im Hintergrund arbeiten, die öffentlich arbeiten, die total viel Energie und Zeit reinstecken, an die ganzen Zuschauerinnen, die diese Kontrollen über sich ergehen lassen, an die Prozesse protokollieren und so weiter. Also irre viel Arbeit drin. Die Einlasskontrollen in dem Gericht sind auch eine Katastrophe, ich weiß. Naja, ist ja auch in so einem Hochsicherheitssaal das Ganze. Ja, ich weiß aber, ich glaube, das ist zweite Etage oder irgendwas, ne? Da so in einem, ja, egal. Wurde dann nochmal verlegt, seitdem wir weniger sind, in so einem kleineren, aber ist weiterhin mit so einer Plexiglasscheibe oder was ist das? Okay. Wir können gar nicht durchreden. Also ich stehe direkt mit den Zuschauerinnen nebeneinander und wir verstehen kein Wort. Ja, und Schuhe ausziehen jedes Mal, wenn wir reinkommen. Es ist jedes Mal wieder eine Debatte. Okay. Krass. Vielleicht noch kurz, es gibt von der kleinen Verweis von der Roten Hilfe, gibt es eine Broschüre, die nennt sich Prozesse politisch führen. Die ist auch, auf die kann man auch online zugreifen. Die ist sehr hilfreich, wenn man sich da auf sowas vorbereitet oder dazu mehr wissen will. Okay, Anna, du wolltest auch noch ein bisschen was ausfinden. Wie wir das konkret jetzt im Rondenberg-Prozess machen, weil der Rondenberg-Prozess ist ja insofern besonders, als das, was ja bei nicht so vielen politischen Prozessen so der Fall ist, besonders als dass wir einen betroffenen Kollektiv ja haben und auch hatten. Für uns war es also deswegen am Anfang und sehr wichtig, erstmal so einen betroffenen Kollektiv überhaupt zu formen und gestalten. Also wir haben es hier ja mit Leuten auch zu tun, die aus der ganzen Bundesrepublik kamen, die sich noch nie gesehen hatten und so weiter, also die sich einfach nicht kannten. Und das heißt, darin muss man ja erstmal so einen Raum eröffnen, wo man überhaupt miteinander sprechen kann, über Wünsche und Sorge und Ängste, die man damit einhergehen, also mit über individuelle Probleme, die damit zu tun haben, dass man so einen Prozess führen soll, ja aufgezwungenermaßen, das ruft Probleme, also teilweise haben wir ja schon gehört, dass es gesundheitliche Probleme gab, aber auch das ruft natürlich auch Probleme in deinem Alltag, also 7 Jahre später, also alle stehen an einem ganz anderen Punkt, als sie noch vor 7 Jahren standen, also man kann sich mal überlegen, was man vor 7 Jahren so gemacht hat, und dann wird man 7 Jahre später in so einen Prozess reingeworfen. Und deswegen ist es so wichtig, mit so einem betroffenen Kollektiv frühzeitig anzufangen. Für uns auch ganz wichtig war und ist auch, glaube ich, für andere wichtig, die Unterstützung seitens von Soli-Strukturen zu suchen. Zum Beispiel die Rote Hilfe hat wirklich eine super Arbeit gemacht, die Suche nach solidarischen Anwältinnen. Es braucht ganz viele Gespräche, viel Austausch, um Vertrauen zu schaffen, aber auch um eine Strategie zu entwickeln. Genau, das hatte Gabi schon gesagt, also gemeinsam Texte und Literatur zu lesen, weil das, glaube ich, auch Wissen ist, was jetzt nicht so
viel geteilt ist einfach in der Szene. Also da spricht man nicht so viel drüber, weil Antirepressionsarbeit eben auch so ein leidiges Thema irgendwie ist. Also das ist so ätzend irgendwie. Mhm. Wir versuchen das ja gerade so ein bisschen mehr sexy zu machen, aber mal sehen, wie es klappt. Dann geht es eben viel auch um solche Fragen von rote Haltelinien, die es ja auch bei der Roten Hilfe gibt. Also wir machen keine Aussagen vor Gericht. Aber eben auch zum Beispiel die Diskussion über Dealangebote, sollte man im Vorfeld sprechen, ist das grundsätzlich eine Option, wenn ja, was kann da kommen und so weiter. Dann solche rote Linien wie, wir zeigen keine Reue, wir distanzieren uns nicht von Aktionen, weil das immer genutzt wird, um die Bewegung eigentlich zu spalten. Und auch klar war, man diskutiert die Aktionsform nicht mit dem Klassenfeind. Auch wenn wir vielleicht nicht einer Meinung sind, was vielleicht eine gute Aktion ist oder was nicht, oder was wir für sinnvoll halten, diskutieren wir es halt unter uns. Und was super cool ist, und das haben wir in diesem Prozess auch mehrmals geschafft, ist, wenn man so eine politische Prozesserklärung abgibt. Oder aber auch zum Beispiel sehr eindrucksvoll für das Gericht gerade zum Anfang des Prozesses war, so eine gemeinsame Verteidigung der Anwälte. Also ich werde nie vergessen, wie der Richterin wirklich das alles aus dem Gesicht gefallen ist, als sie gemerkt hat, ich habe es nicht mit unterschiedlichen Anwälten, die unterschiedlich verteidigen, zu tun, sondern das ist ein Block. Die machen das, also die lassen sich nicht gegeneinander ausspielen. Und das war, glaube ich, ein ganz starkes Signal, und das würde ich auch also für andere, die zukünftige Prozesse führen, mitgeben, dass sowas einfach sinnvoll ist, wenn man sich politisch verteidigen will, weil man auch politisch angegriffen wird. Also, genau. Wer da nochmal Interesse hat, also ich habe zumindest recht viel mitgenommen, auch wenn es jetzt prozessual sicherlich und auch politisch inhaltlich nicht vergleichbar ist, aber es gibt zumindest so auch aus dem Rote-Hilfe-Bereich dieses Stammheim-Buch von Peter Bakker-Schut. Da wird sehr viel über die politische Prozessführung berichtet. Und wenn man es dann live nochmal protokollarisch nachlesen will bei der Roten Armee-Fraktion, gibt es da, glaube ich, seit 2 Jahren oder so die Stammheim-Protokolle oder so heißt das Buch. Da kann man da nochmal so schön nachsehen, wie sowohl die Verteidigung da auch ziemlich als Block agierte, aber auch die Möglichkeiten, die Strafprozessordnung hat, um halt tatsächlich politische Erklärungen auch abzugeben, genutzt wurden, um die dann auch eben abzugeben. Das ist ganz spannend, ja. Also insofern, das ist auf jeden Fall ein interessanter Weg, mit der Strafprozessordnung so umzugehen, dass man da auch durchaus seinen politischen Standpunkt vorträgt. Okay. Weil du es gerade angesprochen hast, kam jetzt, glaube ich, letztes Jahr auch noch ein Buch, ein Roman raus dazu von Stefanie Barth. Der nennt sich, glaube ich, Erklärung zur Sache oder so. Die zeichnet in Romanform diese ganzen Stammheimprozesse nach. Okay. Sollte sehr gut sein. Ich habe es noch nicht gelesen. Also das ist dann schon die nächste Literatur für meinen Urlaub. Das soll auch ein sehr dickes Buch sein. Also irgendwer meinte mal, es ist erstaunlich, wie man über 100 Seiten einen Prozesstag beschreiben kann und es bleibt trotzdem spannend. Das ist mir so hängen geblieben. Okay, das ist ja nicht schlecht. Okay, das ist ja gut. Da haben wir ja schon auf jeden Fall noch hier ein paar Literaturtipps. Aber kommen wir mal vielleicht so ein bisschen zum Finale. Was habt ihr jetzt noch im Rahmen der Prozessführung oder auch dabei praktisch außerhalb des Gerichts, was habt ihr da noch vor, was ist denn da geplant? Wir planen im Moment eine Demo zum Tag X der Urteilsverkündung am Samstag vor dem Urteil um 15 Uhr in Hamburg und in Karlsruhe, wo der Bundesgerichtshof sitzt. Dort wird nämlich das Verfahren weitergehen, wenn eine der Parteien in Revision geht. Wir denken, es braucht jetzt mehr Leute, die sich mit den Konsequenzen dieses Urteils auseinandersetzen und nicht dann nach der nächsten Aktion von der Repression überrascht werden. Wir haben ja schon gesagt, die Geschichte zeigt, dass der Druck von der Straße Repression zurückdrängen kann. Und deswegen denken wir, es ist wichtig, jetzt Öffentlichkeit zu schaffen. Deswegen sprecht mit euren Freundinnen, kommt zur Demo, nehmt eure Genossinnen mit nach Karlsruhe oder nach Hamburg. Und auf der Seite der Kampagne Gemeinschaftlicher Widerstand, gemeinschaftlich.noblocks.org, sieht man bei euch hinten ja auch, die Website sieht man genau, bei euch. Genau, stimmt, die sieht man bei uns.
Da findet ihr regelmäßig Prozessberichte und da könnt ihr auch Mobi-Material für diesen Tag X bestellen. Wenn ihr mitmachen wollt, schreibt einfach gerne an gemeinschaftlich@riseup.net. Und außerdem solltet ihr dringend Mitglied der Roten Hilfe werden, falls ihr es noch nicht seid. Und die unterstützen euch nämlich sowohl beim Prozess als auch machen super tolle Soli-Arbeit. Und am 16. 17. Mai steht der nächste Prozesstermin in Hamburg an, wobei die Ausstrahlung von hiervon ist schon am Donnerstag, ne? Das ist ja der nächste Prozesstag. Ja, aber der ist dann halt gerade vorbei. Ah, okay. Also heute haben wir den 25. April und genau, dann wird der nächste Prozesstag. Genau, insofern ist gerade einer vorbei. Also dann ist gerade einer vorbei, aber dann die nächsten beiden Prozesstage sind am 16. und 17. Mai. Da könnt ihr gerne mal vorbeikommen. Die Angeklagten freuen sich über Unterstützung, über Zuschauerinnen und es findet dort auch jeden Morgen eine Kundgebung vor dem Strafjustizgebäude in Hamburg statt. Ja, ab das. Vielleicht noch beim Ermittlungsausschuss Hamburg kann man auch so Kurzprotokolle einsehen, wenn man nicht die ewig lang bei der Kampagne lesen möchte. Die fassen das zusammen. Fein. Ja. Ihr steht auch auf eurem Skript Juntos Venceremos. Da wollte ich jetzt auch sagen, sí, naturalmente, aber gut. wir können es ja so stehen lassen. Ja, auf jeden Fall vielen Dank, dass er ein Update gegeben hat. Wir können ja noch mal gucken, dass je nachdem, wie es ausgeht, im besten Fall gibt es einen Freispruch, dann gibt es auch keine Revision in Karlsruhe. Aber gut, ihr habt ja so ein bisschen berichtet, wie die Richterin momentan vorläufig da offenbar tickt. Aber ihr könnt ja dann noch mal ein Update geben, wenn das finale Urteil, die Entscheidung dann gefällt wurde. Und dann können wir uns gerne nochmal wiedersehen, müsst ihr euch einfach melden. Und ja, dann wünsche ich auf jeden Fall ganz viel Kraft und Erfolg mit den Kollegen, die da offensichtlich ja ganz gut zusammen agieren. Und ja, dann alles Gute und wie gesagt, bis zum nächsten Mal und hoffentlich dann mit einer guten Entscheidung. Ja, vielen Dank auch für die Einladung hier. Tschüss. Ciao. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen. Außerdem solltet ihr uns überall folgen, wo wir verfügbar sind. Das ist Facebook, Instagram, Twitter und Twitch. Und wenn wir irgendwelche Ankündigungen machen oder Posts, dann shared, was das Zeug hält. Gebt uns all eure Liebe. Wir haben mittlerweile ziemlich signifikante Kosten. Wenn ihr es euch irgendwie leisten könnt, unterstützt uns doch auf Patreon. Dann kommt ihr auch in den Genuss verschiedener Vorteile, wie zum Beispiel Zugang zu unserer Discord-Community oder Zugang zu den ultrageheimen Patreon-Episoden, die wir dort posten. Außerdem könnt ihr uns natürlich auch über PayPal Spenden zukommen lassen. Außerdem haben wir mittlerweile einen eigenen Online-Shop. Das heißt, wenn ihr euch immer noch fragt, was ihr euren Lieben zu Weihnachten, Ostern oder sonst wie schenken könnt, geht dorthin und kauft duftes Merch. Alle Links dazu hier in der Beschreibung oder auch auf unserer Webseite 99zu1.de. Vielen Dank fürs Dabeisein, danke für die Unterstützung und wir sehen uns in diesem Theater.